Hallo und herzlich willkommen hier zu Evoluent. Und dann wollen wir mal anfangen. Neues Spiel. Freigeschaltet die rechte Taste. Zack. Freigeschaltet die linke Taste. Immer nach rechts gehen ist ja schließlich öde. Und ein Glück, ich habe die 2D-Bewegung freigeschaltet und ich kann mich hier nämlich dann jetzt komplett bewegen. So, ein herzliches Willkommen hier zu Evoluent, dem kleinen Minigame von Shiro Games, bei dem wir quasi die gesamte Entwicklung der Spielgeschichte in einem kleinen Minigame zocken können, bei dem sich dann die ganze Welt permanent entwickelt. Ein sehr schönes Spiel und deutlich etwas, was man einfach mal machen muss. So, freigeschaltet, einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht, stimmt's? Nun gut, dann kommen wir nach oben und dann nach links nur Sträucher zu erkennen. So richtig schöner Pokémon-Flair. Und dann gehen wir nach rechts. Dort noch eine Kiste. Zack, freigeschaltet. Die Soundeffekte. Dadurch wird das Spiel natürlich sehr lebendiger. Dann gehen wir nach unten. Da ist auch nochmal eine Truhe. Zack, klarer Bildlauf. Erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Ja, dann folgt uns endlich mal die Kamera wieder. So, suchen wir uns die nächste Kiste. Da kommen wir nicht dran. Das Gebüsch gestrüppen müsste da weg. Schauen wir, ob wir es finden. Ah, ein Schwert freigeschaltet. Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsch niedermähen. Ja, das benutzen wir doch auch direkt einmal. Zack. Könnt ihr übrigens mit Leertaste benutzen. Da zur nächsten Kiste. Oh, wir haben jetzt Monster freigeschaltet. Schlicht. Vorsicht, berührt sie nicht. Ja, das wäre, glaube ich, unser Tod hier zu Beginn des Spiels. Da ist das Ganze ja noch sehr einfach gehalten. Da haben wir keine Lebenspunkteanzeige. Na, die sollten wir dann wirklich nicht berühren. Ah, komm schon. Zack, eins erwischt. Das andere holen uns auch noch. Ha, wunderbar. Zur nächsten Truhe. Oh, endlich Musik freigeschaltet. Evoluent Melodie seit 2012 ganz oben in den Charts. Gut, dann hier hoch. Zack. Was ist denn das? Oh, der Ring hat nichts zu bedeuten. Ah, doch, nun. Speicherpunkt freigestellt. Eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat. Ihr Spiel gespeichert. In Sicherheit. Wunderbar. Also jedes Mal wird es gespeichert, wenn man nur da drüber rennt. So, schauen wir uns da oben nochmal ein bisschen um. Gehen wir nach links. Noch eine Kiste. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoluent. Also da haben wir einen Stern entdeckt. Gibt es anscheinend irgendeinen Bonus dann am Schluss. Freigeschaltet die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Was auch immer Doppelzwilling sein soll, da habe ich jetzt gerade echt keine Ahnung. Muss ich passen. Und dann sehen wir uns da mal weiter um. So eine kleine Insel, da kommen wir... Eine Fledermaus, die wird wahrscheinlich kleiner Monstergegner sein. So, guck mal da. Freigeschaltet. 16 Farbenanzeige. Wunderbar. Ist das Ganze doch mal ein bisschen bunter hier. Zack. Haben wir den auch erledigt. Oh. Erledigt. Aber da unten haben wir noch nicht geguckt. Gibt es da noch irgendwas? Ah, da können wir weiter. Das sind Felsen. Können wir mit dem irgendwas machen? Nein. Schade. Also mit dem Rock da, den kann man nicht bewegen, warum auch immer. Vielleicht finde ich ja dazu auch nochmal irgendwas. Den ist sogar ein Apfelbaum, sieht immer schön aus. Die Fledermaus erwischt, den kann man auch nicht zerlegen. Da unten geht es auch nicht lang. Zack, Monster weg. Und das Gebüsch auch mal beiseite geschoben. Gucken wir uns mal da um. Da haben wir auch wieder so Felsen, bei denen können wir echt nichts machen. Vielleicht kriegen wir ja vielleicht so eine Art Hammer oder Spitzhacke oder sowas. Speicherpunkt, sehr schön. Was haben wir denn da drin? Evoluent, a short story of adventure video game evolution. Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolendia zu bedrohen. Ihr seid eines der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um den Notleidenden zu helfen, das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertelangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde sich das bald ändern. Ah, dann erfahren wir doch mal ein bisschen was über die Geschichte. Handlung.
Eine kurze Geschichte, um euch in diese neue Welt einzuführen. Ja, wunderschön. Die Handlung scheint aber wirklich nicht großartig zu sein. Ein Stern sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Ja, das machen wir gerne. Aber dazu müssten wir vielleicht auch erstmal manche Gebiete weiter bereisen können. Was haben wir denn da? 256 Farbenanzeige bekommen. Oh, das ist schon fast echte Grafik, stimmt's? Naja, fast. Die Pixel stören da noch ein bisschen dran. Aber wir werden bestimmt da auch noch gleich was finden. Zack. Zack. Und da sind noch zwei Fledermäuse. Zack. Eine weg. Eine fehlt noch. Zack. Freigeschaltete Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Ah, okay. Da drüben kann man auch nicht hin. Für wendige Abenteurer sollen das heißen. Sind etwa nicht wendig. So, da. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Im Osten. Okay. Freigeschaltet, freie Bewegung. Zeit für etwas Action. Teurer. Warum? Action, freie Bewegung. Ah, okay. Wir sind nicht mehr daran jetzt gebunden, immer die ein und selbe Richtung, beziehungsweise so blockartig uns zu bewegen, sondern können uns jetzt frei bewegen. Das hat doch jetzt deutlich mehr Pokémon-Style sogar schon. Ah, da, so konnten wir um den Stein herum uns bewegen. Spiel ist speichert. Was ist denn das da oben? Das sieht doch nach irgendwas aus. Oh, ja. Gegner, die wir vielleicht in den Rücken stechen müssen. Zack. Das sieht mir so aus wie Steingolems. Oh. Da hat's uns zerlegt. Schon direkt nach einem ersten Schlag. Ich frage mich aber wirklich, was das für Viecher hier sind. Weil irgendwie kann ich ja nichts gegen die machen, ne? Nee, die schleudern mich total weg. Und gegen die rennen darf ich auf keinen Fall. Entschuldigt, Leute, für diese kleine lächerliche Vorführung gerade. Zack. Komm schon, den hole ich mir. Bowser ist schon wieder dagegen gelaufen. Ah, verdammt. Das hier ist ja fast lächerlich schon. Entschuldigt. Da lief es noch nicht so gut gerade. Aber da schiebt er mich auch immer schön weg. Zack. Zack. Und weg damit. Ich sollte mich vielleicht angewöhnen, ein bisschen weiter weg von denen zu stehen. Zack. Zack. Und noch einmal. Zack. Freigeschaltet. Pfad freigeschaltet. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Ja, Logo, nee, aber in Steiner kommen wir immer noch nicht dran vorbei. Müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen die Welt erkunden. Inventar. Mit Tab könnt ihr nun das Inventar öffnen. Haben wir ein Schwert. Wunderbar. Freigeschaltet Überwelt. Die Welt zu erforschen ist nett. Nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen in Acht. Hm. Okay, ein echt feiner Überlauf. Aber da sind doch noch überall so Sachen versteckt. Komme ich da etwa noch nicht weiter? Anscheinend, ne? Muss ich wohl zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier zurückkehren. Da sind noch einige Kisten nämlich zu erforschen. Oh, sehr schöne Karte. Freigeschaltet rundenbasierender Kampf. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Ja, wie Final Fantasy damals. Wunderbar. Attacke! Können wir denn da noch Gegenstände und weglaufen? Zack. Mach das Ding glatt. Zack. Wunderbar. Ach, wir haben noch gar keinen Namen, fällt mir gerade auf. Die heißen noch Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und noch Fragezeichen. Ich habe 100 Gil gewonnen. Oh, sehr schön. Wirklich gut angelehnt an Final Fantasy, wie ich sehe. Ah, okay. Wir können unsere TP aber so nicht direkt regenerieren. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Denn so viel haben wir gar nicht.
wir haben auch keine Gegenstände. So wie Potions, die es damals gab, um uns zu heilen. Na kommt, gebt ihm 100 Kill. So. Da haben wir eine Kiste. Mode 7. Es sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Na komm, den schaffen wir noch. Gib ihm. Ich hätte gerade schon wieder Lust auf Final Fantasy 7. Zack. Komm schon. Wunderbar. 50 Kill erhalten. Und ja, Gegenstände Trank kann ich wie benutzen. Ich komme nämlich gerade im Inventar nicht so weiter mit der Steuerung. Jetzt wurde ich reingezoomt. Naja gut, darum kümmere ich mich gleich. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute.